Dank, dass ihr hier wart und es unterstützt habt. Das ist immer sehr wichtig, dass aber eine bestimmte Öffentlichkeit da ist, weil das, weil dann müssen sie sich schon ein bisschen mehr an ihre Regeln halten. Ne? Ich wollte vielleicht mal darauf hinweisen, dass wir es ja mit einer Strategie und Taktik zu tun haben unseres Gegners, der politischen Isolierung, die sie von Anfang an gegen uns anwenden. Und diese politische Isolierung, die findet da statt, indem man uns einmal die Möglichkeit nimmt, in den Medien Stellung zu nehmen überhaupt. Es gibt ja Unvereinbarkeitsbeschlüsse über Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch in den privaten, auch in den großen Zeitungen. Da darf nicht einer einfach was über uns schreiben, das muss alles über den Chefredakteur. Ne? Und in Gelsenkirchen wissen wir das, wenn da mal ein Redakteur mal einen kritischen Artikel in so einem Sing schreiben wollte, dann musste da immer erst ein Verfassungsschutzzitat mit rein. Merkst du richtig, es passt manchmal gar nicht dazu, aber dann kommt dann einfach das obligatorische Verfassungsschutzzitat, was wir eigentlich für ein Laden sind. Also das heißt, die Strategie und Taktik ist ja, uns politisch nicht offen zu bekämpfen, um keine Polarisierung zu erreichen, sondern uns mehr oder weniger die Möglichkeit zu nehmen, da irgendwie uns da größer auszubreiten. Und das ist eine zweite Methode zur politischen Isolierung, gehört auch dazu, dass der Verfassungsschutz eine bestimmte Meinung prägt in der Öffentlichkeit über uns. Und da ist es nämlich wichtig, dass man Ängste erzeugt. Und dieses Ängste erzeugen ist mit bestimmten Begriffen verbunden, die man sofort sagt, stopp, halt, das will ich nicht. Ja? Also, wenn man bei uns Mitglied wird, dann verliert man seine sozialen Kontakte. Wenn man bei uns Mitglied ist, dann muss man mit rechnen, dass man Kontrollbesuche kriegt. Ja? Da muss man rechnen, dass man kein Geld mehr in der Tasche hat, weil man den letzten Pfennig auch noch los wird dann. Ja, wenn man sowieso die armen Leute. Also meidet, und dann gibt es noch einen Vorsitzenden, der hat sowieso immer recht. Und der hat dann auch das letzte Wort, was eine proletarische Denkweise ist. Und da müsst ihr alle darauf hören. Und wenn du austreten willst, dann kannst du auch was erleben. Ne? Ja? Und das war eigentlich der Gehalt dieses Buchs Linksextremismus. Eine unterschätzte Gefahr, das rausgegeben wurde übrigens im Auftrag von der Familienministerin Schröder. Die hat ja einen Fonds aufgelegt, ein paar hunderttausend Euro im Kampf gegen den Linksextremismus, und rechte Verlage animiert, unter anderem diesen Verlag, der bisher immer vor allem für Schulbücher, für die Konrad-Adenauer-Stiftung gearbeitet hat, und hat dann gesagt, ihr müsst mehr aufklären darüber. Und dann haben sie dieses Buch gemacht. Und haben natürlich dann ihre ganze Argumentationslinie konzentriert. Und dadurch kriegt man dann immer mit, wie absurd es ist. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch in eine privatrechtliche Sphäre gebracht worden, wo man sie auch attackieren kann und auch private Rechte in Anspruch nehmen kann, dagegen vorzunehmen. Also der kann dann ja einfach Sachen behaupten, die nicht stimmen. Ja, und wir haben ja jetzt hier versucht, diese Argumentation zu pflücken. Da sind sie im ersten... Also zu pflücken und gesagt, sie sollen das erstmal beweisen. Der Parteivorsitzende, da wird ein Personenschutz gemacht, Personenkult gemacht, und die Mitglieder, die stehen da alle stramm, und wie schon gesagt, die Zwänge, die da ausgeübt werden. Und wir haben also erstmal das immer versucht zu widerlegen. Gleichzeitig ist aber so, dass man vor allem darauf drängt, dass es solche Behauptungen nicht einfach Meinungsäußerungen sind, die jeder machen darf, sondern die uns in Misskredit bringen und die uns ganz erheblich schaden. Und auch unseren Mitgliedern schaden. Wir haben schon genug Leute, die aus der Gewerkschaft ausgeschlossen wurden, entlassen wurden in Betrieben, ne, politische Entlassungen, Berufsverbote bekommen haben, die auch, da kann man also jedes Jahr Beispiele bringen, und deswegen ist es auch uns nicht gleichgültig, und wir lassen uns das auch nicht bieten. Wir haben also doch, glaube ich, erreicht, dass der Verfassungsschutz zumindest in der Öffentlichkeit in Frage gestellt wird, mit seiner Art und Weise mit uns umzugehen. Das zeigt, das hat nämlich einen Hintergrund, dass insgesamt die Stimmung nicht unbedingt für den Verfassungsschutz momentan ist, nämlich seine NSU-Sachen. Jetzt haben wir gehört, dass davon die 129 Leute, die da zum Umfeld gehören, jeder Zehnte ein V-Mann des Verfassungsschutzes, BND, des MRD war. Also das heißt, man kann davon ausgehen, dass die über alles informiert waren, was sie gemacht haben. Und dieses Buch sollte ja den links richten. Und ich glaube, das ist schon uns gelungen in der Öffentlichkeit. Also wir haben mehrere gute Artikel gehabt, die eigentlich sich auf Unterseiten stellen. Das ist sogar der Spiegel, kann man sagen, oder auch das Neue Deutschland von heute. Ne?
die also ganz erstmals wirklich ganz eindeutig auf ihr Unstellung nehmen. Da gibt es also überhaupt kein Vertun. Ne? Und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen eine öffentliche Diskussion, ob man diesen Prozess gewinnt oder nicht. Ich weiß es nicht. Da spielen eben eine ganze Reihe anderer Sachen eine Rolle. Da geht es ja immer um einen Spitzenmann des Geheimdienstes, dieser von der Hüllen. Das ist ja zumindest die zweithöchste Ebene dieses Geheimdienstes. Ob man den jetzt so einfach öffentlich bereit ist, wie weit man den öffentlich runterzusetzen, weiß ich nicht. Ob da nicht irgendwelche da noch tätig sind, da sollten wir alle so viele Illusionen haben. Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben hier also über fast vier Stunden Beweisaufnahme gehabt. Und wir haben auch durchgesetzt, dass es nicht einfach so geht, dass man dann die konkreten Argumente lässt mit dem Verfassungsschutzmann da, den Verfassungsschutzspitzel sagen. Und bei uns dürfen nur die Rechtsanwälte Stellung nehmen, die aber von den konkreten Sachen gar nichts wissen können. Ne? Das war ja auch so eine Sache. Das war ja vorher noch nie die Rede von dem, was da der alles gesagt hat. Ne? Also die wurden die Leute gezwungen, Spenden abzugeben und so ein Käse da. Ne? So was der da alles aufgedischt hat. Ne? Du hast ihn auch gezwungen. Ne? Also das ist der Mann. Es war gut, dass ich draußen war. Nicht. Ja, vielleicht braucht man das auch noch. Ja, es ist einfach so, dass das einfach meines Erachtens das Gericht auch nicht richtig überzeugt hat, was die gebracht haben. Also es wurde mir schon deutlich, das ist jetzt nicht das Entscheidende, aber es wäre für uns natürlich politisch schon ein Schritt nach vorn, wenn wir also hier den Prozess gewinnen können oder zumindest einen Erfolg kriegen, weil dann geht es auch weiter. Wir wollen auf jeden Fall mit diesen Prozessen nicht in erster Linie unsere Verantwortung abgeben an bürgerliche Gerichte. Die gehören genauso zum Staatsapparat wie der Verfassungsschutz, da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Aber die müssen sich auch an bestimmte Regeln halten, an bestimmte Sachen. Und im Rahmen dieser Regeln haben wir schon unsere demokratischen Rechte und Freiheiten gut vertreten und auch deutlich gemacht, dass der Verfassungsschutz hier seine Grenzen überschritten hat. Ne? Und das ist auch wichtig, weil man muss den Antikommunismus als Unrecht setzen. Ne? Und nicht einfach nur so, es geht auch nicht nur um einen Meinungsstreit. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber die Sorgfalt, mit der die Richterin hier rangegangen ist und die Unerschrockenheit, die scheint mir als demokratisch, von einer demokratischen Gesinnung getragen. Die Frau ist auch bekannt, dass er schon mal den Karstadt-Vorstand ganz schwer in die Tonne gehauen hat hier. Nicht? Also der hat sich auch von niemandem und keine öffentlichen Kommentare davon abbringen lassen. Also die steht für ihre Meinung und na gut, also das wird sich dann zeigen. Ne? Aber ich glaube, wir haben das, was wir hier erreichen konnten, heraus. Der Versuch, das ganze Ding zu etwas zu entpolarisieren und zu entpolitisieren, indem man nur nicht die Rechtsanwälte reden lässt, gegenüber dem letzten Mal, das muss man natürlich aufknacken, weil natürlich dadurch das ganze Ding dann so eine Verwaltungs- und Paragraphen-Hackerei wird. Ne? Sie ist dann darauf eingegangen, auf unser Argument, dass wir das nicht richtig finden, dass der Gegenzeuge dann sehr konkret argumentiert darf und wir dürfen nichts Konkretes mehr da erwidern. Ne? Also das ist irgendwie. Aber wie verkommen der Mann ist, das zeigt sich auch daran, dass der ohne Probleme da Mitgliedsnamen auflistet, ne? Dass der da in Vorgänge bringt und Leute in Schwierigkeiten bringt, da hat er keine Skrupel. Also ich glaube ihm das nicht, was er sagt, er wäre hier nicht für den Verfassungsschutz. Aber das wie schon gesagt, man kann es nicht nachweisen. Meines Erachtens, die Wortwahl, die der da hat, ne, der hat also doch eine ganz ausgewählte. Der Begriff Kontrollbesuche, ich weiß nicht, ich kenne das überhaupt nicht, den Begriff, das gibt es bei uns nicht. Ne? Das hat er sich aus die Finger gezogen, dass man die Leute schickt, um sie auszuspionieren. Das ist Geheimdienst-Jargon. Das hat doch mit dem nichts zu tun, mit dem, was bei uns in der Partei los ist. Also da merkt man schon dann seine Denkweise. Das ist nicht einfach irgendeiner, der wurde bearbeitet. Die ganzen internen Sachen, die hat er ja geliefert, da, die sie da auf dem Tisch hatten, ne? Das ist von die Bögen und so weiter. Aber das ist uns auch egal, der kann uns dreimal im Mondschein begegnen, das ist uns auch wurscht, der ist nicht so wichtig, der Mann. Ne? Der hat sich natürlich auch endgültig in eine Situation begeben, also kann er machen, wie er will. Aber vielleicht sollte er provoziert werden, dass wir jetzt gegen den vorgehen, also um dann zu beweisen, wie wir mit Leuten umgehen. Also ich glaube einfach, dass wir das einfach mal auf sich beruhen lassen. Der soll sich dann in der Öffentlichkeit rechtfertigen. Da hat er gesagt, er will in der Arbeiterbewegung tätig werden. Aber ich weiß nicht, ob die Leute gerne mit so Spitzel da zusammenarbeiten wollen. Aber das sollte uns nicht weiter. Wir sollten uns auf den Kern der Sache konzentrieren, auf die Sache, um die es hier geht. Ne?
dass dieser Antikommunismus eine undemokratische Art und Weise ist und dass man uns einfach unsere demokratischen Rechte und Freiheiten als Partei hier in diesem Land verwehrt. Und das brauchen wir uns nicht gefallen zu lassen, auch nicht persönliche Diskriminierung. Und in dem Sinn werden wir also auch weiterarbeiten. Ne? Gut.